Nachdem am 6. Juni 1944, dem sogenannten D-Day, die alliierten Truppen in der Normandie gelandet waren und unaufhaltsam vordrangen, glaubte kaum noch jemand an den Endsieg der Deutschen. Es dauerte noch bis April 1945, als man von fern Kanonendonner hörte. Noch sah man deutsche Truppen auf den Straßen in der Porta Westfalica. Die Bevölkerung suchte Schutz in der Wolfsschluchthöhle und im Luftschutzstollen an der Kaiserstraße. Kurz vor dem Einmarsch der alliierten Truppen durften die Barkhäuser auch Schutz im Denkmalstollen suchen, wo insbesondere Frauen, Kinder und alte Menschen mehrere Nächte unter den großen Drehmaschinen schliefen. »Die Amerikaner sind da«, hieß es plötzlich. Amerikanische Truppen waren im Dorf und hatten, es war am 6.4.1945, die Weser unmittelbar oberhalb der Grünen Brücke überquert. In einer Gefechtspause wagte man sich ins Dorf, sah fremdartige Panzer und Kraftfahrzeuge, erstmals auch farbige Soldaten. Dann die erschreckende Feststellung. Die Grüne Brücke und die Kettenbrücke sind von deutschen Soldaten gesprengt worden. Am 7.4.1945 wurde von den Alliierten unmittelbar nördlich der gesprengten Kettenbrücke eine Pontonbrücke gebaut, über die zunächst nur Militärfahrzeuge fuhren. Kurz darauf, nur für wenige Tage, wurde in Verlängerung der Fährstraße eine weit größere Pontonbrücke für den Schwerlastverkehr erbaut. Bald wachte man sich wieder auf die Straße. Besonders die Jungen unternahmen erste Streifzüge. Im Dorf waren überall Kampfspuren zu sehen. Waffen, Schwimmwesten, Handgranaten, Munition lagen umher. An der Weser entdeckten sie zahlreiche Verpflegungsbäckchen, die von den Soldaten während des Kampfes zurückgelassen wurden. Nach anfänglichem Misstrauen wurde der Inhalt für den eigenen Verzehr verwendet. Besonders begehrt waren die sehr starken Magneten der Hafthohlladungen, mit denen Panzer bekämpft wurden. Sie wurden mit Gewalt abgebrochen. Mit Hammer und Meißel wurden die Kartuschen der 8,8 cm Flak-Munition aufgemeißelt, um an das Stangenpulver zu kommen, das angezündet raketenähnlich haushoch durch die Luft flog. Westlich des Kaiserhofs, an der heutigen B-61, lag ein abgeschossener amerikanischer Panzer. Der Tank war noch voll. Mutige Jungen wissen jetzt, wie Benzin schmeckt. Alles, was brauchbar erschien, wurde abmontiert, wie dieses am Ausguck des Panzers montierte Prisma. Im Bootshaus an der Weserpromenade, dort wo noch heute die Rampe ins Obergeschoss führt, hing zur Freude angehender Wintersportler ein Paar Ski neben dem anderen. Große Plakate regelten bald das tägliche Leben. Ab Sonnenuntergang bestand Ausgangssperre. Für Plünderungen wurden schwere Strafen angedroht. Doch es war ein Abenteuer, in den unbewachten früheren militärischen Anlagen nach Brauchbarem zu suchen. Kasernen und Proviantlager wurden fleißig geplündert. Die gesprengte Eisenbahnbrücke war zeitweise der einzige Weg über die Weser. Ein gefährlicher Weg, weil man im östlichen Teil über stark deformierte Eisenteile klettern musste. Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg auf dem europäischen Kriegsschauplatz. Hitler und sein Regime hatten Deutschland in die schlimmste Niederlage seiner Geschichte geführt. Die Nazi-Herrschaft war vorbei. Wir kommen als siegreiches Heer, jedoch nicht als Unterdrücker, brachte General Dwight D. Eisenhower in einer Proklamation zum Ausdruck. Der Krieg war zu Ende. Einige Barkhauser Soldaten hatten es verstanden, sich rechtzeitig von der Truppe zu trennen. Sie hatten den Krieg heil überstanden und wollten nur noch eins sein, Zivilisten. Aber das waren sie in den Augen der Besatzer noch nicht. Und so wurden Fritz Bollmann, Heinrich Böckstiegel, Karl Dallmayr, Robert Kaufeld Senior, Karl Nehrmann, Adolf Belker und Günter Schwemmling plötzlich verhaftet. Sie waren offenbar denunziert worden. Die früheren Soldaten wurden in das berüchtigte Lager Rheinberg gebracht.
Dort wurden 140.000 Kriegsgefangene auf einem freien Feld hinter Stacheldraht gefangen gehalten, hatten keine Unterkunft und wurden äußerst schlecht verpflegt. Sie sind nicht registriert worden. Tausende starben im Lager Rheinberg und in anderen Rheinwiesenlagern. Auch darüber gibt es keine Dokumente. Wer ihnen helfen wollte, riskierte, erschossen zu werden. Ausführliche Berichte von Betroffenen im Internet und auch das Buch »Der geplante Tod« zeugen von diesen Grausamkeiten. Und das wird auch von neutralen Geschichtsschreibern bestätigt. Ausdrücklich, diese Feststellung soll nicht bedeuten, dass man hier gegen deutsche Gräueltaten aufrechnen könnte. Nach einigen Monaten kamen die Gefangenen zurück, unterernährt, doch einigermaßen gesund. Sie hatten den damals bekannten D2-Schein bekommen, ohne den man keine Lebensmittelmarken bekam, sozusagen nicht existierte. Manche Angehörige warteten jahrelang voller Ungewissheit auf die Rückkehr eines Angehörigen. Grund der Entlassung aus russischer Kriegsgefangenschaft war oftmals Dystrophie, Unterernährung. Besonders schlimm das Schicksal des Barkhausers Fritz Brandt aus der Alten Poststraße. Der ist im Oktober 1955 aus russischer Kriegsgefangenschaft heimkehrte. Auf den Straßen sah man bald zahlreiche Flüchtlinge und Vertriebene aus den Ostgebieten Deutschlands. Sie hatten nur wenige Habseligkeiten retten und mitnehmen können, auf dem Weg in eine unbestimmte Zukunft mit der Hoffnung, eine neue Heimat finden zu können. Ein alltägliches Bild. Viele Soldaten waren als Kriegsversehrte heimgekehrt. Ein besonderes Schicksal erlitten Kinder, die von ihren Eltern getrennt wurden, die oftmals auf der Flucht verloren gingen. In Presse und Rundfunk wurden die Eltern gesucht, doch viele Kinder mussten als Waisen aufwachsen und manche waren noch so jung, dass sie nicht einmal ihren Namen kannten. Das Leben ging weiter. Hunger auf Liebe und Kalorien, sagte man, wenn junge Frauen sich mit Soldaten der Besatzungsmacht anfreundeten. So betrachtet war es für die Amerikaner ein amüsanter Krieg. Der Krieg war vorüber, jetzt konnte alles nur besser werden. Doch wie schon während des Krieges gab es weiterhin Lebensmittelmarken. Die Versorgungslage wurde sogar für lange Zeit noch schlechter, was sogar der amerikanische Militärgouverneur einräumen musste. Dramatisch wurde es im Winter 1946-47, als lange Zeit Temperaturen bis unter minus 20 Grad gemessen wurden. Die Weser war zugefroren. In den ungeheizten Schlafzimmern bildete sich Eis an den Wänden und an den einfach verglasten Fensterscheiben Eisschichten, die sogar schöne Eisblumen zeigten. Selbst 12- bis 13-jährige Jungen fällten im Wiehengebirge Bäume, versuchten sogar, sie mit Donnerit, einem Bergbausprengstoff, abzusprengen. Was es auf Marken gab, reichte zum Leben kaum aus. In speziellen Kochbüchern konnte man so manch interessantes Rezept nachlesen. Statt echtem Bohnenkaffee gab es Muckefuck. Das konnte Getreidekaffee, vorne spitz, hinten spitz sein oder auch eine wunderbare Mischung mit der Bezeichnung Westwall, eben uneinnehmbar. Karnickel und Hasen gab es auch auf dem Schwarzmarkt, doch da sollte man genau hinsehen, denn es wurden auch Dachhasen angeboten. Schließlich verschwanden manchmal in der Nachbarschaft die Katzen. Fitzebohnenstange, Schnur, krummgebogene Stecknadel mit leckerem Regenwurm. Mit dieser Hungerpeitsche waren nur ganz dumme Fische in der Weser zu fangen. Netzfischen war erfolgreicher. Erfahrene frühere Soldaten spannten in der Weser ein Netz aus und kamen bald darauf mit vielen Fischen zurück. Sie hatten natürlich nicht vergessen, etwas oberhalb des Netzes eine Handgranate in die Weser zu werfen. Bucheckernöl erwies sich als besonders lecker, aber die musste man sammeln, um sie dann in einer speziellen Mühle auszupressen. Bucheckern für einen Liter Öl zu sammeln, da reichte ein Tag nicht aus, auch wenn mehrere Personen sammelten.
Wer ein eigenes Fahrrad besaß, konnte glücklich sein. Und so pflegte er auch seinen Drahtesel gewissenhaft. Doch die Verschleißteile, wie Reifen, waren irgendwann mal verbraucht. Spiralala, das war die Lösung. Etwa 5 cm lange Eisenspirale wurden nebeneinander auf der Felge befestigt. Das führte wegen der zusätzlichen seitlichen Schwankungen zu einem besonderen Fahrstil. Benzin gab es nur auf Bezugschein. So war ein Ersatztreibstoff gefragt und das war Gas. Pack die Buche in den Tank, hieß es. Vom Pkw bis zum Lkw wurden Anlagen zur Gaserzeugung außen an die Karosserie angebaut. Das erzeugte brennbare Gasgemisch wurde dem dafür vorbereiteten Motor über ein Rohr zugeführt. Wohl beinahe in jedem Haus wurde in einer Destillieranlage Schnaps gebrannt. Zuckerrüben oder Getreide wurde zu Alkohol vergoren. Ständiges Probieren machte Stimmung. Und, da das westdeutsche Wirtschaftsgebiet in 3 Zonen aufgeteilt worden war, sang man manchmal fröhlich den Trizonesien-Song. Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien. Heidi, Chimela, 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 Bum. Wir haben Mägdelein mit feurig wildem Wesen. Heidi, Chimela, 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 Bum. Der Schwarzmarkt blühte. Schnaps, Zigaretten und Bohnenkaffee waren die besten Zahlungsmittel. Mit Kohlen beladene Güterzüge wurden angehalten und beraubt. Aber wie geht das? Wildwest mit reitendem, den Colt schwingenden Desperado war da nichts zu machen. Signale wurden jedoch noch vom Stellwerk aus über lange Drähte betätigt. Man musste also nur, solange noch das Signal auf Halt stand, die Drähte blockieren. Das war schließlich ganz einfach, indem man einen Knüppel nahm und sie verdrillte. Rüstungsindustrie bombensicher unterzubringen, das war der Grund für den Ausbau der Stollenanlagen im Weser- und Wiehengebirge. Nach Kriegsende sollten diese Produktionsstätten zerstört werden, so hatten die Siegermächte entschieden. Als der Denkmalstollen gesprengt wurde, musste die Bevölkerung im südlichen Teil Barkhausens vorübergehend die Häuser verlassen. Die Kinder des Kinderheims an der Porterstraße suchten Schutz im Luftschutzstollen an der Kaiserstraße. Am 23. April 1946 wurde die vordere Front des Denkmalstollens durch Sprengung zum Einsturz gebracht. Zahlreiche Dächer an der Fährstraße und in der Umgebung wurden beschädigt oder zerstört. Ein Teil des Denkmalvorplatzes stürzte in die Tiefe. Mit der Sprengung des Denkmalstollens wurden Erinnerungen wach an die Leiden der KZ-Häftlinge, die hier unter grausamen Bedingungen arbeiten mussten. Im Saal des Kaiserhofs wurden zeitweise bis zu 1600 Personen untergebracht, die in mehrstöckigen Betten, oft zu zweit und ohne Strohsack, schlafen mussten. Zahlreiche Erlebnisberichte von Häftlingen wie auch eingehende Darstellungen in Büchern zeugen von den Leiden, die sie hier erleben mussten. Das Leben ist schön, so der Titel des Buches, in dem der Franzose Pierre Bleton beschreibt, wie er es verstanden hat, geschickt alle Möglichkeiten auszunutzen, um sich immer wieder kleine Vorteile zu verschaffen, um sein Leiden in Grenzen zu halten, wie er sich sogar beim Gang über die Kettenbrücke am Anblick der in der Weser badenden hübschen Mädchen erfreuen konnte und die Hoffnung auf ein schönes Leben nicht aufgegeben hat. Resistance Fighter ist ein in englischer Sprache verfasstes Buch des dänischen Widerstandskämpfers Jürgen Kieler, das ins Deutsche übersetzt wurde. Auf mehr als 40 Seiten beschreibt Kieler sehr eindrucksvoll seine Leidenszeit im Kaiserhof und bei der Arbeit in den Stollen. Erschütternd seine Darstellung, wie er im Höhepunkt seines Leidens nicht mehr in der Lage war, die Bilder seiner Eltern vor seinem geistigen Auge zu sehen. Anus Mundi ist das Buch des polnischen Schriftstellers Wiesław Gila, das zum Synonym für den Holocaust und die Erniedrigung des Menschen in einer grausamen Welt wurde. Zahlreiche Fotos in Archiven zeigen den Kaiserhof nach Ende des Krieges.
Die verstorbenen Häftlinge wurden auf dem Barkhauser Friedhof beigesetzt. Zahlreiche von ihnen wurden in ihre Heimat überführt. Ein Gedenkstein erinnert daran, dass hier noch immer 73 unbekannte Opfer begraben liegen. Auch ein Mahnmal in Haus Berge erinnert an die in ganz Porta Westfalica verstorbenen Opfer. Sehr zu empfehlen ist der Besuch der Internetseite der KZ-Gedenk- und Dokumentationsstätte Porta Westfalica e.V. Hier findet man umfangreiche Informationen zur Geschichte der Außenlager des Konzentrationslagers Neuengamme an der Porta Westfalica und zur Arbeit des Vereins. Parteigenossen der NSDAP mussten sich zur Entnazifizierung melden und wurden nach ihren Vergehen eingestuft. Die Mörder sind unter uns war der erste deutsche Spielfilm der Nachkriegsgeschichte, der beschreibt, wie ein inzwischen normaler Bürger als Kriegsverbrecher erkannt wird. Leben sie wirklich unter uns, fragte man sich und musste erschreckend feststellen, dass Hanna Altvater, eine Kollegin im früheren Fürsorgeamt der Stadt Minden, eine grausame Mörderin war. Sie hat, wie in dem Buch Hitlers Furies berichtet wird, selbst kleine Kinder in grausamer Weise getötet. Die grüne Brücke wurde wieder gehoben. Lernt Englisch im Londoner Rundfunk hieß eine Sendung, die regelmäßig ausgestrahlt wurde. Man wollte wieder Freude haben. So wurde auch wieder Sport getrieben. Beim Marsch durch die noch immer in Trümmern liegende Stadt Minden blickten die jungen Leute, hier sind auch Barkhauser dabei, bereits hoffnungsvoll in die Zukunft. Care-Pakete der früheren Feinde verbesserten die Versorgung. Die Barkhauser Jugendlichen konnten eine Freizeit auf Wangerooge erleben, organisiert vom Pastor Westermann. Jeder musste eine Zigarre mitbringen für Stroh vom Bauern und die Überfahrt mit einem Fischkutter. Jeweils 4 Wehrmachtszeltbahnen wurden zu Zelten vereint, die keinen Boden hatten. Sehenswert waren insbesondere die Baracke mit dem Gemeinschaftsraum und die sanitären Anlagen. Trotzdem, man erlebte ein Abenteuer in Freiheit, sah das Meer und träumte vielleicht von der großen, weiten Welt, die dahinter lag. Mit der Währungsreform am 20.06.1948 gab es nicht nur neue Geldscheine. Auf wunderbare Weise nahm das Angebot in den Geschäften sehr schnell zu. Das Wirtschaftswunder stand bevor. Die Bürger bekamen neue Ausweise, das Leben normalisierte sich, man blickte hoffnungsvoll in die Zukunft. Als erste Zeitung konnte man das kommunistische Volksecho beziehen. Große Freude, als man wieder das beliebte Minder Tageblatt lesen konnte. Auch der Kaiserhof wurde wieder für die deutsche Bevölkerung freigegeben. Mit einem Zeichen der Versöhnung soll dieser Bericht abgeschlossen werden. Dr. Jürgen Kieler, der dänische Widerstandskämpfer, der inzwischen Forschungsdirektor eines dänischen Krebsforschungsinstituts geworden war, besuchte im Jahre 2005 die Porta Westfalica, den Ort seines Leidens. Kieler, der sich bisher geweigert hatte, wieder ein deutsches Wort zu sprechen, sprach mit der Urenkelin des früheren Besitzers des Kaiserhofes. Am Ende des Buches schreibt er,